Seit genau 100 Jahren dürfen Frauen in Österreich wählen. Ein gleiches Recht für alle also. Aber wie sieht es mit den anderen aus? Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zu einer ZIP2 History zu 100 Jahre Frauenwahlrecht. Wir haben uns für die kommende halbe Stunde viel vorgenommen. Wir wollen viele und sehr unterschiedliche Stimmen zu Wort kommen lassen. Wir schauen uns an, welche Rechte Frauen bereits haben, wo es mit der Gleichberechtigung noch hapert und welche Errungenschaften ihren Stellenwert vielleicht wieder verloren haben. Live zu Gast im Studio sind die ehemalige Frauenministerin Maria Rauch-Kallert und die Soziologin Edith Schlaffer von Frauen ohne Grenzen. Wir treffen die Tochter und die Enkelin von Johanna Donal. Wir sprechen mit den früheren Ministerinnen Lore Hostasch und Elisabeth Gehrer, die uns erzählt, warum sie in Sitzungen keine Nusskipferl an Männer verteilen wollte. Zu Beginn der Sendung, da widmen wir uns einer Frage, die fast ausschließlich sehr hitzig und kontrovers diskutiert wird, nämlich wie wichtig ist die Symbolik in der Frauenpolitik? Reicht es, wenn Frauen mitgemeint sind, leisten Binnen-I und Gendern einen Beitrag zur Gleichstellung von Mann und Frau oder unterliegen wir am Ende aller einem Gender-Wahnsinn? All diese Fragen gipfeln immer in der Debatte um die Bundeshymne. Vor mittlerweile 7 Jahren wurde der Passus Heimat bist du großer Söhne durch Heimat großer Söhne und Töchter ersetzt. Eigentlich eine kleine Sache, die für große Aufregung, sehr große Aufregung gesorgt hat. Stefanie Leodolter hat sich umgehört, ob sich diese Aufregung mittlerweile gelegt hat. Kaum etwas offenbart die österreichische Seele so wie ein Skirennen. Da entsteht dieses bedingungslose Wir-Gefühl, das zwischen den Geschlechtern keinen Unterschied zu machen scheint. Und wenn dann auch noch ein Unsriger gewinnt, ist das rot-weiß-rote Glück perfekt, das selbstverständlich auch besungen werden will. Aber mit oder ohne die großen Töchter? Natürlich mit den Töchtern. Warum? Weil ich ein braver Mensch bin. Ah, ist das brav? Ja, natürlich. Wenn man dem Gesetz folgt. Ohne. Ohne. Warum? Na, alles braucht man nicht. Innen und Changern. Schon mit großen Töchtern, glaube ich. Ja, es gehört schon. Finde ich schon, dass es gehört. Ja. Warum? Ja, also irgendwann gehört da was gemacht. Gleichberechtigung, ne? Ja. Ohne. Warum? Weil das die Bundeshymne von vornherein so geschrieben war und ich finde, dass man es nicht umschreiben muss. Ohne. Mit den großen Töchtern. Das ist interessant. Warum ohne, warum mit? Ich fange bei Ihnen an, warum mit? Ich finde, dass die Frauen genauso dazugehören wie die Männer. Gleichberechtigung, dadurch singe ich es. Und ich finde, das ist einfach Tradition. Das ist immer schon so gewesen und das bleibt so und das braucht auch nicht verändert werden. Mit oder auch ohne. Das ist dann im Jubel ganz egal. So wie es die Mehrheit, wie es rauskommt dann. Ohne. Die Mehrheit singt auf jeden Fall ohne. Sehen das eigentlich die noch kleinen Töchter und Söhne Österreichs? Sie lernen den neuen Text der Bundeshymne in der Volksschule. Warum sich die Erwachsenen darüber so aufregen, dazu haben die Kinder ganz eigene Theorien. Da steht alles drin, was Österreich hat und früher stand halt keine Frauen, also haben sich vielleicht die Frauen gedacht, dass es in Österreich keine Frauen gäbe oder so. Ich glaube, es ist deswegen, weil die Frauen manchmal sogar zu Hause mehr leisten als die Männer, weil sie helfen im Haushalt und machen sowas. Und die Männer gehen nur zur Arbeit und kommen dann nach Hause und machen dann nichts und legen sich nur auf die Couch. Das ist schon arg, weil wenn mir das noch wäre, dann würde ich einfach vielleicht ausreißen. Würdest du das Land verlassen? Ja. Frauen sind auch Menschen und wir leben alle auf der Erde und wir sollten alle gleichberechtigt werden. Wir berühmtes Österreich. Wir
Ja, und live im Studio begrüße ich jetzt die Frau, die die Töchter in die Bundeshymne geführt hat, Maria Rauch-Kallert, von 2003 bis 2007 Frauenministerin für die ÖVP. Guten Abend. Schönen guten Abend. Ja, Frau Rauch-Kallert, wir haben den Widerstand gegen die Töchter in der Hymne ja damals erlebt. Wir haben ihn auch jetzt gerade im Beitrag wieder gesehen. Sie kennen diesen Widerstand natürlich besser als alle anderen. Woher kommt er? Ja, ich denke, dass jede Veränderung immer schmerzt oder oft schmerzt. Und das hat polarisiert. Und wir haben ja damals in dem Antrag auch geschrieben, dass es nicht die wichtigste frauenpolitische Förderforderung ist, aber dass es eine Symbolkraft hat. Und erst die Diskussion darüber, diese heftige, sehr emotional geführte, zum Teil auch unter der Gürtellinie geführte Diskussion, hat gezeigt, dass es doch sehr, sehr wichtig war. Und das, was ich vermutet habe, dass die nächste und übernächste Generation das völlig selbstverständlich findet, das zeigt dieser Beitrag, den wir gerade gesehen haben. Und das ist gut so. Jetzt sind die Töchter, wie Sie schon gesagt haben, ein Symbol. Das Binnen-I ist ein anderes Symbol. Auch das Gendern ist ein Symbol. Viele lehnen all diese Symbole ab. Was bringen sie den Frauen wirklich? Sie schaffen Bewusstsein. Das ist ganz wichtig, denn man kann das sehr einfach machen. In meiner Zeit als Frauenministerin habe ich bei jeder meiner Reden am Beginn gesagt, es steht mir zu, als Frauenministerin immer die weibliche Form zu verwenden. Und ich bitte daher die Männer, sich davon auch mit angesprochen zu fühlen. Und plötzlich war da doch ein Raunen zu hören oder eine Verwunderung zu spüren. Das ist diese Umkehrprobe, die man sehr oft machen kann, wenn Ungerechtigkeit nicht sofort sichtbar wird. Und man soll nicht sagen, das ist nicht notwendig, das brauchen wir nicht. Ich denke, da gerade die Sprache ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, um Bewusstsein zu schaffen. Und wir müssen auch bei sehr vielen Frauen Bewusstsein schaffen, dass es immer noch sehr viel Ungerechtigkeit und sehr wenig Fairness gibt in der Frage der Gleichstellung von Frauen und Männern, vor allem wenn es um gleichen Lohn für gleiche Arbeit geht, wenn es um eine gerechte Aufteilung der Erwerbsarbeit und der Familienarbeit geht. Da sind wir von halbe halbe noch weit entfernt. Wenn es um die Verteilung von Entscheidungsmacht geht in politischen Gremien. Wir haben uns schon vor 20 Jahren gewünscht, die Hälfte der Macht, also 50% aller Mandate an die Männer, dann bleiben nämlich 50% den Frauen. Bleiben wir gleich bei diesen Fakten weg jetzt von den Symbolen. Sie haben schon angesprochen, die Gehaltsschere klafft immer noch extrem weit auseinander. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf bleibt ein Riesenthema und es gibt immer noch sehr, sehr wenige Frauen in Österreich in Führungspositionen. Das haben viele Frauenministerinnen vor Ihnen gefordert. Sie haben es gefordert, Ihre Nachfolgerinnen fordern es. Was dauert denn da so lange? Ja, wir dürfen nicht vergessen, es gibt erst seit 100 Jahren das Frauenwahlrecht und davor 2.000, 3.000 Jahre die Unterdrückung der Frauen oder die sozusagen Hintanstellung der Frauen. Sozusagen die Frau, der war das Haus zugeteilt und dort sollte sie schön ruhig bleiben, obwohl das sehr oft gar nicht der Realität entsprach, denn wir haben es in dem Beitrag zwischen 21 und 22 Uhr gesehen. In der industriellen Revolution und auch davor waren die Frauen natürlich berufstätig, haben 11, 12 Stunden geschuftet, dann noch die Kinder versorgt und die Männer versorgt und wurden dann nicht ernst genommen, mussten mühsam dieses Recht erkämpfen. Dieses rollenspezifische Verhalten ist ganz, ganz stark in den Menschen drinnen, auch immer noch in den Erziehungsmustern. Also wir müssen auch sehr aufpassen, wir Frauen erziehen ja auch die Söhne, dass wir die Söhne zur Hälfte der Arbeit erziehen, nämlich der Familienarbeit erziehen und unseren Töchtern das Selbstbewusstsein mitgeben, dass sie ihre Rechte auch einfordern. Eine Möglichkeit, wie Frauen besser in Gremien hineinkommen, wie sie natürlich auch in Führungsgremien dann Platz finden, ist ja die Quote, eine verpflichtende Quote. Auch das ist eine sehr umstrittene Maßnahme. Auch unter anderem einige Frauenrechtlerinnen sagen, das würde Frauen mehr schaden als nützen. Sie sehen es anders. Sie haben die Quote immer befürwortet. Sie waren eine Verfechterin der Quote. Warum, glauben Sie, ist das so wichtig? Können es Frauen, schaffen es Frauen ohne Quote? Nicht. Frauen werden es auch ohne Quote schaffen, aber es wird noch viel länger dauern. Die Quote ist nicht elegant, aber sie hat bewiesen, dass sie wirkt.
Überall dort, wo es eine Quote gibt, beschleunigt sich der Prozess. Und Sie haben jetzt selbst gesagt, warum geht es denn so langsam? Also wenn wir im gleichen Tempo weiterarbeiten oder uns weiterentwickeln wie in den letzten 10 Jahren, es gibt diesen Gleichstellungsreport, der vom Europäischen Institut für Gleichstellung immer gescreent wird, der hat gezeigt, dass sich diese Schere zwischen 2006 und 2016 von 62% auf 66% geschlossen hat. Wenn wir das jetzt hochrechnen, brauchen wir noch einmal 80 Jahre, bis wir wirklich Gleichstellung erreicht haben, vorausgesetzt, dass es keine Rückschritte gibt. Und ich spüre ja in den letzten Jahren auch immer wieder Rückschritte. Und jeder, die Männer sind in der Zwischenzeit draufgekommen, dass jeder Platz für eine Frau in einer Führungsposition einer weniger für einen Mann ist. Und haben natürlich auch entsprechende Mechanismen entwickelt, um ihre Plätze zu verteidigen. Ist auch legitim, aber es ist immer noch ein Verteilungskampf um Macht. Und die Quote ist sozusagen das Mittel, das das Ganze beschleunigt. Und zwar nur dann, wenn die Quote verpflichtend wird und wenn sie sanktioniert wird. Und es ist sehr unsolidarisch, wenn Frauen sagen, ich brauche die Quote nicht, weil ich bin selber gut genug. Es gibt tausende Frauen, die hochqualifiziert sind und auch nur über eine Quote ihre erste Chance bekommen haben. Wenn sie sich dann nicht bewähren, fallen sie ohnehin wieder raus. Aber wenn sie sich bewähren, dann sind sie meist oder zumindest gleich gut wie Männer, wenn nicht oft besser. Und sie wären nie hineingekommen, hätte es zum Beispiel die Quote nicht gegeben. Und jemand hat einmal gesagt, die Gleichberechtigung wird erst erreicht sein, wenn auch dumme Frauen im Parlament sitzen. Maria Kallert, vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Ja, dass Frauen in Österreich wählen dürfen, das erscheint uns mittlerweile natürlich als vollkommen selbstverständlich. Tatsächlich ist das aber ein hart erkämpftes Recht. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts haben Frauen aktiv begonnen, politische Mitbestimmung einzufordern. Viele Männer waren skeptisch, ob Frauen dazu überhaupt in der Lage seien. Politische Mitbestimmung widerspreche nämlich der weiblichen Natur, hieß es da etwa. Mit der Gründung der Republik wurde den Frauen nach langem Kampf dieses Wahlrecht doch zugestanden. Und so fand am 16. Februar 1919 die erste Wahl mit Frauenbeteiligung statt. Auf diesem Bild hier sehen Sie 6 der ersten 8 weiblichen Abgeordneten im Parlament. In vielen Ländern durften Frauen erst viel später wählen als in Österreich. Andreas Mitschitz zeigt uns, wo überall und wo es auch schon früher ging. Im wilden Westen Amerikas liegt Wyoming. Viel Natur, wenig Menschen. Wyoming ist stolz auf den berühmten Yellowstone-Nationalpark und auf eine historische Premiere. 1869 wurde das Frauenwahlrecht eingeführt. Louisa Swain war die erste Frau, die bei allgemeinen Wahlen ihre Stimme abgegeben hat. Wyoming war zu dieser Zeit noch nicht Bundesstaat der USA. Das Frauenwahlrecht war ein früher Ausreißer. Erstmals landesweit sind die Frauen 1893 in Neuseeland zu den Urnen gegangen. In Europa war Finnland der Vorreiter. Schon 1906 durften Frauen dort wählen und gewählt werden. 1913 folgt Norwegen. Da wird in Österreich noch um das Frauenwahlrecht gerungen. Die Rechtshistorikerin Anita Ziegerhofer hat sich intensiv mit der Geschichte der österreichischen Frauenbewegung beschäftigt. Man hat die Minderwertigkeit der Frau so im Gedankengut mitgetragen, vom Mittelalter bis rauf in die Neuzeit, eigentlich bis zur Aufklärung. Was war der Grund für die Minderwertigkeit? Männer waren in der Gesellschaftsordnung rechtsfähig, wehrfähig. Die Frauen waren lediglich gebärfähig. In der Zeit der Monarchie war der Kampf um Gleichberechtigung nur in kleinen Schritten erfolgreich. Mit der neuen Verfassung, mit der Verkündigung von Menschenrechten, die verankert sind als Grundrechte in der Verfassung, da beginnt dann die Frauenbewegung. Da stehen sie auf und sagen, wir gehören genauso dazu, wir sind auch Teil des Staates. Mit dem Ende der Monarchie und der Ausrufung der Republik im November 1918 kommt auch das Frauenwahlrecht. 8 weibliche Abgeordnete ziehen ins erste frei gewählte Parlament ein, 7 Sozialdemokratinnen und 1 Christlichsoziale. Neben Österreich gilt auch in Deutschland ab 1918 das Frauenwahlrecht, in den USA ab 1920. 1928 folgt Großbritannien, wo die sogenannte Suffragettenbewegung eine lange Tradition hat.
Frankreich ist 1944 dran, Italien erst nach Ende des Zweiten Weltkrieges 1946. Besonders lang dauert es bei unseren Nachbarn in der Schweiz, wo Frauen erst ab 1971 wählen dürfen. Das hängt immer von dem politischen System und von der Gesellschaft ab. Wie konservativ ist eine Gesellschaft? Wenn wir Schweiz hernehmen beispielsweise, wenn es zu einer Verfassungsänderung kommt, und das Frauenwahlrecht ist eine Verfassungsänderung, brauche ich eine Volksabstimmung. Und die Männer haben sich erst 1971 mehrheitlich durchringen können, den Frauen das Wahlrecht zu geben. Liechtenstein ist auch relativ spät. Das kleine Fürstentum führt 1984 das Frauenwahlrecht ein, nach der dritten Volksabstimmung, die ganz knapp ausgeht. Die Ressentiments bestehen weiter, auch unter den Kleinen. Ich denke, Frau gehört in den Haushalt und nicht Politik. Nein, ihr nicht. In Südafrika dürfen alle Frauen erst mit dem Ende der Apartheid 1994 wählen gehen. 2015 sind in Saudi-Arabien erstmals Frauen auf Gemeindeebene wahlberechtigt. Wegen bürokratischer Hürden nimmt nur jede Zehnte teil. In Teilen der Welt ist noch immer nicht selbstverständlich, was bei uns vor 100 Jahren Premiere hatte. Frauen wählen und werden gewählt. Schon viel länger thront Pallas Athene vor dem Wiener Parlament. Eine Frau und griechische Göttin der Weisheit. Und hinter der Pallas Athene im österreichischen Parlament sind in den vergangenen 100 Jahren weitere Meilensteine auf dem Weg zur Gleichberechtigung gesetzt worden. Und die schauen wir uns jetzt an. In den 1970er Jahren wird das seit 1811 geltende Familienrecht Schritt für Schritt reformiert. Bis dahin war der Mann das Familienoberhaupt und er konnte seiner Frau verbieten, zu arbeiten. Frauen sind seit damals auch nicht mehr dazu verpflichtet, den Namen ihrer Männer anzunehmen. 1975 tritt die Fristenregelung in Kraft. Abtreibung wird in den ersten 12 Wochen der Schwangerschaft straffrei. Frauen dürfen selbst über ihren Körper entscheiden. Bis in die 80er Jahre beträgt der Frauenanteil im Nationalrat nicht einmal 10%. Als erste Partei beschließt die SPÖ 1985 eine Quote von 25%. Später wird sie auf 40 erhöht. 1989 wird Vergewaltigung in der Ehe strafbar. Außerdem wird die Möglichkeit geschaffen, gewalttätige Ehemänner aus der Wohnung zu weisen. 1993 wird das Gleichbehandlungspaket verabschiedet. Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz wird damit strafbar. Stellenausschreibungen müssen nun neutral formuliert werden. 1997 liegt das erste Frauenvolksbegehren Alles, was Recht ist, zur Unterschrift auf. 645.000 Personen unterzeichnet es. Die Gleichstellung von Frauen und Männern soll in der Verfassung verankert werden. Gefordert wird auch gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit. Ein immer wiederkehrender Wunsch, der sich bis heute nicht erfüllt hat. Und eine Forderung, für die die Galionsfigur der österreichischen Frauenbewegung Johanna Donal ein Leben lang gekämpft hat. Christine Baumgartner hat mit der Tochter und der Enkelin von Johanna Donal gesprochen. Ich habe persönlich von der Gleichberechtigung nichts. Die Männer, so scheint es, sind noch sehr skeptisch. Wie immer, wenn sich die Frau in unserem Jahrhundert Stück für Stück die männlichen Reservate erobert hat. Genug ist genug. In den späten 1960er Jahren reicht es vielen Frauen. Das Idealbild der Hausfrau und Mutter im tiefkatholischen Österreich beginnt zu bröckeln. Hinterm Herd regt sich Widerstand. Wir haben uns entschlossen, diese Demonstration zu veranstalten, weil wir glauben, dass wir anhand dieser Problematik am klarsten und eindeutigsten zeigen können, wie die Frau in unserer Gesellschaft unmündig gehalten wird. Inspiriert von Feministinnen in den USA und in Deutschland entsteht eine autonome Frauenbewegung, die gegen vorherrschende Rollenbilder ankämpft, erklärt die Historikerin Maria Mesner. Es gab ja ganze gesellschaftliche Arrangements um diese Rollenverteilung herum. Und gegen diese Gesetze und gegen diese gesellschaftlichen Normen und Strukturen haben sich diese Frauen ja dann letztendlich zur Wehr gesetzt und haben alternative Forderungen erhoben und in manchen Dingen ja auch umgesetzt.
Erst nach und nach wird das Familienrecht reformiert. Besonders hitzig wird das Thema Abtreibung diskutiert. Die Fristenlösung kommt. Für Frauen ein weiterer Schritt zu mehr Selbstbestimmung. Und dann betritt in Wien eine junge SPÖ-Gemeinderätin die politische Bühne. Mit Johanna Donal ist die österreichische Frauenpolitik bis heute untrennbar verbunden. Ich glaube, dass man die Frauen ganz einfach auch motivieren sollte, dass sie selbst auch tätig werden, dass sie sich mit ihren eigenen Problemen auch beschäftigen. Und Probleme gibt es 1979 genug. Bundeskanzler Bruno Kreisky erkennt das und macht sie zur Staatssekretärin für Frauenfragen. Später wird Johanna Donal erste Frauenministerin. Doch mit ihren Forderungen stößt sie auf Widerstand, auch innerhalb der Partei. Mehr Macht für Frauen bedeutet weniger Macht für Männer. Ich habe auch x-mal gesagt, mit Liebsein geht gar nichts. Mit Liebsein erreicht, die Frauen haben immer nur dann etwas erreicht, wenn sie nicht lieb waren. Lieb war sie übrigens trotzdem, vielleicht nicht in der Politik, aber zu Hause. Ihre Tochter Ingrid und ihre Enkelin Johanna Donal müssen es wissen. Für mich war sie die beste Mama der Welt. Und auch wie sie in die Politik gekommen ist, war ja trotzdem immer wichtig, wie es uns geht. Gerade mir als Mädchen hat sie einfach alle Türen geöffnet und hat immer gesagt, du kannst laut sein, du kannst weinen und laut sein und pfeifen und alles, was die Buben eben auch so machen, darfst du machen und kannst auch immer noch Frau bleiben dabei. Sie setzt etwa die Quotenregelung in ihrer Partei um und erarbeitet das Gleichbehandlungsgesetz. Johanna Donal ist wahrscheinlich in den 80er und 90er Jahren das Gesicht der institutionalisierten Frauenpolitik geworden. Sie hat wirklich viel bewegt, auch mit Frauen in technischen Berufen und die Frauenhäuser ja sowieso. Ich meine, das war ja auch eines ihrer Steckenpferde natürlich. Also auf das bin ich schon sehr stolz. Und am stolzesten bin ich drauf, dass sie es erreicht hat, dass sie in ein paar Köpfen eine Veränderung erreicht hat. Und ich glaube, darum geht's, dass die Menschen anfangen umzudenken. Viele Forderungen von Johanna Donal finden sich auch im ersten Frauenvolksbegehr 1997. Es hat 644.977 Unterschriften bekommen und reiht sich damit. Manche ihrer Ziele wurden bis heute nicht erreicht. Zum Beispiel gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Ich denke, es wurde eigentlich in keinem Bereich nichts erreicht, aber es wurde noch nicht alles umgesetzt. Das Glas ist halb voll oder halb leer. Mit der MeToo-Debatte rücken Frauenrechte nun wieder in den Vordergrund. Bis heute gehen Frauen auf die Straße, um gegen Gewalt zu kämpfen und Rechte einzufordern. Oder je nach politischem Gegenwind zumindest das bisher Erreichte zu bewahren. Bei mir im Studio ist jetzt die Soziologin und Gründerin der Initiative Frauen ohne Grenzen, Edith Schlaffer, zu Gast. Guten Abend. Schönen guten Abend. Frau Dr. Schlaffer, es gibt also gleiches Recht für alle, wohl am Papier, aber sagen wir, die Ausführung ist ein bisschen mangelhaft. Welche Bausteine fehlen denn aus Ihrer Sicht am dringendsten, um etwas wie Gleichberechtigung dann am Ende doch herzustellen? Also ich glaube, das Allerwichtigste ist jetzt das Selbstbewusstsein und die Selbstsicherheit der Frauen, dass sie das in Angriff nehmen, dass sie das fordern. Wir haben jetzt in dem Beitrag auch gesehen, wie beherzt die Frauen gekämpft haben. Die Frauenbewegung ist ja auch angetreten, um eine neue Gesellschaft zu schaffen, eine ganz neue Gesellschaftsarchitektur. Und das müssen wir in Angriff nehmen, mit solidarischen Männern im besten Fall. Aber wir müssen es tun. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Es tun sich jetzt Bereiche auf, die ja uns allen Rätseln aufgeben und alle, das sind große Herausforderungen. Die drei großen Herausforderungen, wo Frauen eine Schlüsselfunktion haben, sind Migration, sind gewalttätiger Extremismus und Klimawandel. In jedem einzelnen Bereich spielen Frauen weltweit schon eine riesige Rolle. Auch in Österreich, das müssen wir in Angriff nehmen. Wir sehen zum Beispiel überall jetzt schon, in allen Friedensverhandlungen, dort, wo Friedensverhandlungen wohin führen, wo sie rechtzeitig angestoßen werden, sind Frauen in einer Leadership-Position. Dort, wo Sicherheit lang anhaltend ist, durch diese Friedensverhandlungen, sind Frauen involviert. Da gibt es Beispiele in Europa, Nordirland, in Afrika, Liberia, Ruanda. Also ich glaube, gerade dieser Bereich der Sicherheit, der sich durch diese zwei Pfeiler oder drei Pfeiler zieht, da sind Frauen heute wirklich gefordert.
Es gibt aber natürlich auch die andere Seite. Maria Rauch-Kallert hat gesagt, sie konstatiert immer wieder auch eine Rückwärtsbewegung. Wenn wir uns jetzt allein ansehen, was an Sexismen wieder salonfähig ist und weit über die Grenzen Österreichs hinaus, aber auch in anderen Bereichen hat man den Eindruck, könnten Errungenschaften zumindest in Gefahr geraten, wenn nicht gar verloren. Was kann man denn tun, um diese Rückwärtsbewegung wieder einzudämmen und zu verhindern, dass es eben wieder retour geht? Ja, es gibt diesen alten Witz aus der Frauenbewegung, aus der amerikanischen Frauenbewegung. Rückwärts und auf Stöckelschuhen können Frauen so viel wie Männer. Das müssen wir uns vergegenwärtigen. Wir können genauso viel wie Männer. Und dieser Rollback ist ganz bestimmt da. Und die Schwierigkeit heute und das, was uns eigentlich von unseren Vorkämpferinnen absetzt, ist, dass heute die Benachteiligung nicht ganz so transparent ist. Nicht? Es ist ja schon so viel gelungen. Frauen sind ja auch in Vorstandsetagen. Sie sind ja auch da und dort vertreten. Aber natürlich noch nicht, wie es der Menschenrechtscharta entsprechen würde, in einem Ausmaß, wo sie ihre Rechte und ihre Präsenz voll realisieren können. Also es ist schwieriger, glaube ich, fast geworden, trotz dieser Vorkämpfe und trotz dieses Terrors, das diese tapferen Vorkämpferinnen uns eröffnet haben. Aber ich bin ganz überzeugt davon, dass wir uns weniger mit dem Rollback aufhalten müssen, sondern eigentlich diese Vorwärtsdynamik erzeugen müssen, dass wir uns zusammenschließen müssen. Und da müssen wir uns neue Verbündete suchen. Wir haben einen Weg gefunden mit den neuen Verbündeten. Das sind ganz überraschende Verbündete. Die stehen immer da, die Mütter zum Beispiel. Naja, traditionell. Und ihr wollt mit Müttern arbeiten. Ihr drängt sie ja wiederum in diese sehr traditionelle Ecke. Aber wir sehen, dass im Bereich der Sicherheit, im Bereich der Bekämpfung des gewalttätigen Extremismus, diese Frauen eine Schlüsselfunktion haben. Sie sind unsere Sicherheitsalliierten, weil sie ganz drinnen sind in diesen Familienstrukturen, weil sie emotionalen Zugang haben. Das ist doch fantastisch. Das sind neue Wege, das sind neue Modelle, die, glaube ich, die staatliche Sicherheit ganz schön vorantreiben werden. Da sind wir genau jetzt bei Ihrem Projekt auch Frauen ohne Grenzen, das Sie 2002 gegründet haben, um Frauen den Weg zur Selbstbestimmung zu erleichtern, sie dorthin zu begleiten. Natürlich haben sich seit 2002 und auch durch die große Migrationsbewegung im Jahr 2015 und den Folgejahren die Anforderungen geändert. Was sind im Moment die dringlichsten Dinge, die Sie erledigen müssen? Also die Auseinandersetzung mit der globalen Gewalt ist eine richtige Herausforderung. Also Gewalt in zwischenmenschlichen Beziehungen ist genauso da und genauso ein politisches Problem wie die Gewalt in den krisengeschüttelten Gebieten quer durch Afrika, Asien und so weiter. Also das Persönliche ist politisch, wir müssen uns da persönlich einschalten. Und natürlich, das ist jetzt sehr schwierig, nicht? Mit der Migration ist natürlich sehr viel durch diese geopolitischen, tektonischen Verschiebungen sehr viel zu uns auch gekommen. Das ist irreversibel, da brauchen wir nicht glauben, dass wir das zurückdrängen, zurückhalten können. Wir müssen Wege finden, zusammenzuleben. Das Zusammenleben wird stattfinden müssen in einer neuen Form. Die große Frage ist, wie, und diese Beschäftigung und Auseinandersetzung, gezielte Auseinandersetzung mit Gewalt ist ganz wichtig. Wir können jetzt die Personen aus diesen Ländern nicht in eine moralische Sonderkategorie entlassen, auf keinen Fall. Dort passieren Menschenrechtsverletzungen, die unakzeptabel sind, die unmöglich sind und die Opfer sind immer Frauen, sie werden weggesperrt, verfolgt und so weiter. Bei uns gibt es auch Gewalt, dessen müssen wir uns sicher sein. Und ich meine, da sind wir uns ja sicher, wir wissen es, die Frauenhäuser sind voll. Aber wir haben es teuer gesehen mit 8 Frauenmorden bereits. Aber die Gewalt hat Konsequenzen. Sie werden nicht akzeptiert als Teil der kulturellen Praxis und des Habitus, nicht? Also der Tradition. Das ist der Unterschied. Und ich glaube, diese Idee der Rechtsstaatlichkeit, der Menschenrechte, Frauenrechte sind Menschenrechte, Gewalt ist unakzeptabel. Dieser gemeinsame Lernprozess, der muss vorangetrieben werden. Und wenn wir in einem zivilisatorischen Prozess sind, wo wir ja schon so viel gelernt haben, erarbeitet haben, erkämpft haben, dann bin ich eigentlich zuversichtlich, dass wir das erreichen können. Und dafür braucht es natürlich starke, selbstbewusste Frauen, die sich jetzt nicht irgendwie ablenken lassen und in eine Polarisierung drängen lassen, die ja ein bequemer Ausweg wäre, weil das hält uns vom Handeln ab. Frau Dr. Schlaffer, danke, dass Sie zu uns gekommen sind. Die Politik war und ist in vielen Bereichen noch immer eine Männerdomäne. Das haben wir ja vorhin auch kurz im Interview mit Maria Rauch-Kallert gehört. Der Schritt durch die berühmte Tapetentür in der Wiener Hofburg ins Büro der Präsidentschaftskanzlei, der ist bisher nur weiblichen Gästen und Mitarbeiterinnen gelungen. Eine Bundespräsidentin oder Bundeskanzlerin gab es in Österreich noch nie.
noch nicht einmal eine Kanzlerkandidatin. Und von den 73 Landeshauptleuten der Zweiten Republik waren erst 3 weiblich. Waltraud Klasnik in der Steiermark, Gabi Burgstaller in Salzburg und aktuell Johanna Mikl-Leitner in Niederösterreich. Wie nehmen die Frauen, die hohe politische Ämter innehatten, nun selbst die Unterschiede im Umgang zwischen Frauen und Männern wahr? Simone Striebel hat mit der ehemaligen Unterrichtsministerin Elisabeth Gera von der ÖVP und mit der früheren Sozialministerin Lore Hostasch von der SPÖ gesprochen. Weil natürlich unterschiedliche Auffassungen aufeinander geprallt sind. Ich muss zur Klarstellung eines anfügen, dass wir im Sozialbereich schon meilenweit auseinander sind. Elisabeth Gera und Lore Hostasch, 2 Politikerinnen, 2 ehemalige Ministerinnen. Wege gibt es viele in die Politik, Hürden auch. Seit ihrem Abschied als Bildungsministerin hat sich Elisabeth Gera nicht oft zu Wort gemeldet. Sie lebt in Bregenz und engagiert sich in vielen Bereichen. Für die Gesellschaft etwas tun, das wollte sie schon früh. Im Elternverein der Schule, in Bregenz in der Stadtpolitik und dann im Vorarlberger Landtag. Ich möchte aber auch den Mut haben, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Ich bin im Jahr 1983 in den Landtag gekommen. Und da war es üblich, dass der Sekretär die Kanne mit dem Kaffee reinstellt und 2 Tabletten mit Nusskipfeln. Und dass die Frau, die damals im Landtag auch war, aufspringt, den Kaffee nimmt und den Kaffee einschenkt und Nusskipfel verteilt. Und ich mir dachte, das mache ich nicht. Langsam, Exi, langsam. Lore Hostasch und ihre Hündin Hexi. Manche Bilder ändern sich nicht, wie ein Griff ins Archiv zeigt. Schön bist nicht. Allein unter Männern, das war Lore Hostasch von Anfang an gewohnt. Sie startet ihre Karriere in der BAWAG. Im Betriebsrat wird ihr Interesse für Politik geweckt. Ein Aufstieg bis zur Sozialministerin. Zuvor wird sie 1994 Präsidentin der Arbeiterkammer als erste Frau. Es war damals in der Arbeiterkammer wirklich eine sehr prekäre Situation, weil die Arbeiterkammer öffentlich massiv unter Druck gewesen ist durch verschiedene Vorgänge, Gehaltseinkommen, Privilegien. Das zeigt sich auch in der kurzen Vergangenheit, dass also manchmal, wenn es ganz haarig ist, Frauen beauftragt werden, ersucht werden, bestellt werden, gewählt werden, um also eine schwierige Situation zu bewältigen. Auf die neue Unterrichtsministerin warten stürmische Zeiten. Im Fokus der Öffentlichkeit wird auch Privates zum Thema. War noch gar nicht gewählt und stehe da, ich glaube, vor dem Rathauspark oder irgendwo. Und da interviewt mich jemand und sagt zu mir, ja, was macht denn Ihr armer Mann? Da haben wir gedacht, also so eine Frage, einen Mann hätte man das doch nie fragen, was macht denn Ihre arme Frau? Daraufhin habe ich gesagt, ein durchschnittlich intelligenter Mann verhungert nicht. Und das war auch so, er ist nicht verhungert. Durchsetzen nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch in den eigenen Reihen. Wenn ein Mann ein bisschen schwächer ist, ist er für Frauen oft gefährlicher als starke Männer. Wie das? Weil da das Konkurrenzdenken ein anderes ist. Also ein starker Mann hat vor einer starken Frau nicht diese Sorge und nicht diese Ängste. Da stand zuerst Bundesminister und ich wollte einfach da stehen, haben Bundesministerin, weil man sagt ja auch Frau Lehrerin und Frau Wirtin, deswegen kann man auch Frau Bundesministerin sagen. Hürden, Hindernisse und doch eine lohnende Aufgabe, die Politik, sagen beide. Am nächsten bei den Menschen bist du in der Gemeindepolitik. Die reden die dann gleich auf der Straße an und sagen ihnen, was ihnen nicht passt. In der Bundesregierung ist man schon ein bisschen weiter weg. Und da ist es dann manchmal wahnsinnig schwer, alle Meinungen zu erfassen. Aber man kann das Land gestalten. Und das ist doch toll. Die Frauen haben es in sich. Sie haben die Kraft, sie haben die Fähigkeiten. Man muss vielleicht mit ein bisschen neuen Methoden ihnen auch also den Rücken stärken und ermutigen, den Kampf aufzunehmen. Es ist ein Kampf. Also das soll man nicht herumtun.
Es ist ein Kampf und es bleibt ein Kampf, aber wir haben heute auch viel Positives gehört und auch das wollen wir aus dieser Sendung mitnehmen. Wir sind am Ende der ZIP2 History. Im Namen aller, die in dieser Sendung mitgearbeitet haben, danke fürs Zuschauen und einen schönen Abend.